Willkommen zu einem neuen Video. Viele Grüße hier aus Berlin. Es ist unser dritter Tag. Wir sind ja bereits am Dienstag angereist für den Wettkampf, für die Ostdeutsche Meisterschaft des NRCs, die hier am Samstag stattfinden wird. Heute ist Donnerstag. Heute stand eigentlich nur ganz normal Arbeit an, Klienten-Check-ins, Calls, und jetzt sind wir soweit mit allem durch und gehen jetzt in den Bunker. Das ist kein Techno-Club, sondern das beste Gym hier in Berlin. Da haben wir vor 2 Tagen am Tag der Anreise schon eine ordentliche Session hingelegt und heute geht es nochmal ins Pull-Training. Wir haben uns auch schon gut vorbereitet. Hier haben wir einmal unser Pre-Workout. Natürlich hier den Craft von Evo Sports Fuel. Mit dem Code Hyper könnt ihr 10% auf die besten Supplements auf dem Markt sparen. Und ein bisschen Koffein darf natürlich auch nicht fehlen. Das gibt es dann noch und wir machen uns jetzt auf den Weg in den Bunker. Ihr wisst Bescheid, jedes Mal, wenn wir eine neue Monster-Sorte ausprobieren, dann geben wir einen Geschmackstest ab. Lewis Hamilton Edition kenne ich noch nicht, bin aber auch eher so der Kimi Räikkönen oder Mika Häkkinen-Fan. Aber wir probieren mal, was mein Namensvetter hier so gezaubert hat. Ja, doch geschmacklich echt solide. 7,5 von 10. Ist auf jeden Fall Top 5 Anwärter, würde ich sagen. So hinter dem Weißen, dem Blauen. Reiht sich das dann irgendwann ein. Ist auf jeden Fall versucht wert hier. Auf zum Bunker. Der Eingang zum Bunker ist nicht immer ganz so leicht zu finden. Ihr müsst erstmal hier rein. Dann mit 2 Anzeigen, dann nehmt ihr die linke. Da vorne eine Treppe, die runter geht. Und da geht's zum Bunker. Beim heutigen Training im Bunker konnte ich einige coole Maschinen ausprobieren und natürlich auch eine produktive Einheit hinlegen. Der Fokus lag hier ganz klar auf dem Latissimus. Ich habe begonnen mit einem unilateralen, horizontalen Zug an einer Maschine von Cybex. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen und grundsätzlich absolviere ich so 3/4 meines Latvolumens unilateral. Einfach aus dem Grund, weil mein linker Lat im Vergleich zum rechten Lat deutlich hinterherhängt und ich der linken Seite über die unilaterale Ausführung einfach nochmal mehr Aufmerksamkeit schenken möchte. Demnach fange ich immer mit der linken Seite an und ziehe dann auch wiederholungstechnisch mit der rechten Seite dann immer nur nach. Wobei man sagen muss, dass sich das optische Defizit gar nicht so sehr in den Kraftwerten widerspiegelt. Weiter ging es dann mit einem vertikalen Zug an einer Maschine von Nautilus. Damit habe ich dann auch so die beiden primären Zugwinkel schon abgedeckt. Also ein Zug von vorne und einer von oben. Pro Einheit absolviere ich immer so 6 Sätze für den Lat und teile diese auf 2 verschiedene Übungen auf. Jetzt im Bunker wollte ich natürlich ein paar mehr Maschinen testen, deswegen habe ich diese 6 Sätze auf 3 Übungen verteilt und noch die Dorian Yates Row mit eingebaut, die mir immer sehr, sehr gut gefällt. Anschließend wurden dann natürlich noch die Rhomboideen und das Trapez trainiert an einer Low Row Maschine von Flame Sports. Bin ich der größte Fan von dem Hersteller, aber diese Maschine hatte es auf jeden Fall in sich. Das Brustpolster war beweglich, demnach kam ich hier in eine sehr, sehr gute Schulterblatt-Protraktion und konnte die Schulterblätter schön nach hinten und auch leicht nach oben ziehen. Also so ein Mix aus Rudern und Schwaggen, kam sehr, sehr gut im oberen Trapez an. Für mich eine richtig, richtig gute Maschine. Das war soweit das Training für den Rücken. Dann wurde natürlich noch der hintere und der seitliche Anteil der Schulter trainiert. Heute ganz klassisch in Form von Reverse Flies und Seitheben im Sitzen mit der Kurzhantel. Normalerweise ergänze ich die Übung immer noch mit einer Variante am Kabelzug oder einer Maschine für ein komplementäres Widerstandsprofil. Aber heute haben wir einfach mit den Kurzhanteln komplett durchgezogen und demnach habe ich hier auch noch partielle Wiederholungen in der gedehnten Position mit eingebaut, um den Muskel wirklich voll auszutrainieren. Denn mit der Kurzhantel wird es obenrum immer super schwer und in der dehnenden Position ist man halt einfach stark unterfordert und wollte den Muskel hier mit dieser Übung voll austrainieren. Demnach gab es eben auch hier noch Partials in der gedehnten Position und abgeschlossen wurde die Einheit dann noch mit 5 Sätzen für den Bizeps hier an einer Maschine von Nautilus. Ging auch auf jeden Fall sehr gut rein und wenn ihr in Berlin seid, dann müsst ihr den Bunker auf
jeden Fall auschecken. Eine Empfehlung geht raus. Es gibt dort einige coole Maschinen und auch unterschiedliche Bereiche. Also ihr habt erstmal so diesen Eingangsbereich, wo die Maschinen sehr, sehr eng beieinander stehen. Aber dann geht es nach hinten noch weiter in so eine Art Tunnel. Und da ist es dann etwas ruhiger. Und dort gibt es dann nochmal eine schöne Auswahl an Geräten für ordentliches Wachstum. Luis macht sich hier gerade mit Kiwi. Mit Schale natürlich. Kannst auch mit Löffel essen, aber dann spritzt es immer, wenn die nicht perfekt reif ist. Deswegen, und man spart auf jeden Fall so Zeit und man kriegt die guten Mikros rein. So, ein weiterer produktiver Tag hier in Berlin neigt sich dem Ende zu. Heute stand wieder viel Arbeit an und wir beenden den heutigen Arbeitstag jetzt mit der Vorbereitung der Farbe für den morgigen Wettkampftag. Morgen am Samstag geht's zur Ostdeutschen Meisterschaft des NACs. Da startet der Christian und den besuchen wir jetzt in seinem Airbnb, tragen dort die ersten 2 bis 3 Farbschichten auf und ja, stimmen uns dann schon mal auf den morgigen Wettkampftag ein. Ja, wir haben jetzt heute hier bei Christian 3 Schichten aufgetragen. Sonst waren es immer so 2, 2,5. Aber ich gehe davon aus, dass morgen ein sehr, sehr helles Bühnenlicht gegeben sein wird. Und da wollen wir auf jeden Fall nicht zu hell sein. Beim letzten Wettkampf hat man ja im Teilnehmerfeld immer wieder Athleten gesehen, die deutlich zu hell waren. Christian hat bei der INBA einen sehr guten Farbton. Hätte potenziell aber auch noch mal einen Ticken dunkler sein können. Ne? Gerade im Bühnenvordergrund war das Licht enorm hell. Da geht es natürlich dann trotzdem, die ganzen Konturen eben aufweisen zu können. Deswegen jetzt hier erstmal provisorisch 3 Farbschichten und morgen, wenn wir dann in der Wettkampfhalle sind, dann wird mal eine weitere Farbschicht aufgetragen. Was in Berlin natürlich nicht fehlen darf, schöner Gemüse-Kebab. Ja, damit beenden wir auch das Video. Morgen früh geht es dann zum Wettkampf hier in Berlin und dann geht es im Anschluss auch direkt weiter nach Koblenz, denn da findet am darauffolgenden Tag ein weiterer Wettkampf statt. War auf jeden Fall eine gute Zeit hier. Kommt vorbei in die Hauptstadt, geht in den Bunker, geht ein Kebab essen und dann habt ihr auf jeden Fall eine gute Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Das ist nice.